Impfen hilft. So kann man die Aussage des Oberbürgermeisters und des Amtsarztes Magdeburgs zusammenfassen. In der inzwischen traditionellen Pressekonferenz zur Corona-Lage erläuterten beide die aktuelle Situation. Omikron ist maßgeblich für die hohen Inzidenzzahlen in der Stadt Magdeburg verantwortlich. Wir haben jetzt im Schnitt ca. 1000 positive Fälle pro Tag. Nun haben wir Inzidenzen in der Stadt Magdeburg, die heute um die 1700 liegen. Sie wissen, dass wir zeitweise nicht mehr in der Lage waren, die positiven Fälle in unser Programm für das Robert-Koch-Institut einzugeben. Da sind wir im Moment gut dabei, das abzuarbeiten. Würde man diese Zahlen zurechnen, hätte Magdeburg eine Inzidenz von ca. 2500. In der Vergangenheit lagen die Zahlen im Bereich von wenigen hundert. Dem begegnete man mit Lockdown, Maskenpflicht und Impfung. Ausgehend von aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums erläutert der OB die Entwicklung in Magdeburg. Da ist hier aufgeschrieben, in Magdeburg Stand 8.2. Erstimpfung 182.935, das sind 77,6%. Das liegt also weit über dem Landesdurchschnitt und sogar über dem Bundesdurchschnitt. Bei den Zweitimpfungen 76,1% und bei der Boosterimpfung 55,5%. Wir haben hier bis 31.08.2021 gab es in Magdeburg 6.888 Fälle und 162 Todesfälle, leider. Aber in Relation zu vielen anderen Städten ist das eine Zahl, die nicht ganz so schlimm ist, wie es vielleicht in anderen Großstädten der Fall war. Das waren aber von den Infizierten 2,35%. 2,35%. Dann habe ich den Zeitraum ausgewählt, wo praktisch ja die Delta-Variante die Stadt Magdeburg überrollt hat, von September bis Dezember 2021. Allein in diesen 4 Monaten gab es 10.940 Fälle mit 32 verstorbenen Personen in der Stadt. Und in diesem Jahr 2022, von Januar bis zum 10.02., 13.025 Fälle bei 10 Verstorbenen in der Stadt. Jetzt habe ich die Prozentsätze ausgerechnet dahinter, dann sind das für September bis Dezember 0,3%. Man kann auch sagen 3 Promille. Und von Januar bis heute oder gestern 0,07%. Das sind 0,7 Promille. 0,7 Promille. Das heißt, die Sterbezahl pro Infizierten ist dramatisch zurückgegangen. Und ich sage ich nochmal ganz deutlich an dieser Stelle, das ist vor allen Dingen ein Erfolg der Impfungen. Das ist ein Erfolg der Impfungen. Dass der Impfschutz wirkt und dass bei den Infektionsfällen, die wir jetzt haben, weil ja auch viele Infizierte dabei sind, die schon geimpft sind, ist die Todesrate dramatisch runtergegangen. Die Schüler können erst seit einigen Wochen geimpft werden. Wie sieht die Situation an den Schulen jetzt aus? Wir haben in den Zahlen im Moment so, dass wir ca. ein Drittel aller positiven Fälle Schülerinnen und Schüler haben. Gestern hatten wir rund 1000 Neuinfektionen, davon waren 302 Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 18 Jahren. Also ein Schwerpunkt der Infektionen ist in der Tat die Schule. Wir stellen aber auch fest, dass Schülerinnen und Schüler entweder gar nicht leicht oder nur ganz wenige auch schwerer erkranken, aber hier im Grunde keine nennenswerten intensivtherapeutischen Leistungen notwendig sind. Nun scheint es so, dass Omikron nicht solch verheerende Wirkung entfaltet wie seine Vorgänger. So wagt man einen Vergleich zu ähnlichen Infektionsgeschehen in der Vergangenheit, etwa zur gewöhnlichen Grippe. Und viele unserer Fachleute vergleichen das mit den hohen Zahlen und den Auswirkungen auch schon mit Influenza-Situationen, die wir ja schon hatten in den letzten Jahren mit vielen tausend Erkrankungen, auch in der Stadt Magdeburg, die dann ganz einfach zum Arzt gegangen sind, einen Krankenschein bekommen haben und zu Hause waren. Wir haben da in diesen Fällen nicht über Quarantäne, Absonderung, Freitesten und diesen ganzen anderen Dingen sprechen müssen. Ich erinnere auch bitte noch einmal an die vielen Wochen vor 10 Jahren der neuen Grippe oder genannt Schweinegrippe. Ich sage es immer wieder auch an dieser Stelle. Auch hier hatten wir massive Infektionen,
Zahlen, es hatte praktisch jeder Kontakt zu diesem Influenza-Virus. Da war auch keine Nachverfolgung, so etwas schon lange nicht mehr möglich. Und die wenigen Erkrankten waren zu Hause mit einem Krankenschein und konnten ihre Infektion gut auskurieren. Aber dennoch ist Vorsicht geboten. Wir werden auch weiterhin, auch bei allen Diskussionen, die jetzt über Lockerung geführt werden, darauf achten, dass bei den Personen, die hier zu den Todesfällen leider zählen, und das sind zu 95% über 60-Jährige, zu 95% über 60-Jährige und zu 65% über 80-Jährige, dass wir da den Fokus weiterhin drauflegen. Also wenn man jetzt über Lockerungen redet und über Maßnahmen, die man wegnehmen kann, dann darf man auf gar keinen Fall im Altenheim anfangen. Da wird noch eine ganze Weile gebraucht werden, dass der Schutz da ist, dass die Mitarbeiter sich, die nicht geimpft sind, jeden Tag testen und dass die anderen Mitarbeiter auch zweimal die Woche sich testen und dass man weiterhin dafür wirbt, dass die älteren Herrschaften in den Pflegeheimen sich impfen lassen. Da ist aber die Impfquote sehr, sehr hoch. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich auch in Krankenhäusern. Krankenhäuser, wo Menschen hinkommen, die nicht geimpft sein können. Auch da müssen wir darauf achten, dass da absolute Hygieneschutz da ist. Und ich glaube auch, dass Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in den letzten Monaten extrem dazugelernt haben, was Hygiene betrifft. Auch alle anderen Infektionen, die wir in Krankenhäusern haben, sind durch diese harten Maßnahmen, die wir jetzt machen, natürlich sehr, sehr zurückgedrängt worden. Und das muss auch noch eine Weile so bleiben, damit wir da nicht wieder so zu einer großen, schwierigen Situation kommen. Ab dem 15. März dieses Jahres wird voraussichtlich die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in Kraft treten. Demnach würde zum Beispiel eine ungeimpfte Krankenschwester, die sich gerade um einen Job im Krankenhaus bewirbt, nie eine Anstellung bekommen dürfen. Eine Pflegekraft, die bereits länger in einer Einrichtung arbeitet, muss allerdings bis 15. März den Impfstatus nachweisen. Andernfalls kann das Gesundheitsamt ein Betretungs- und Beschäftigungsverbot verhängen. Dagegen kann man sich durch Widerspruch und Klage zur Wehr setzen. Die Durchsetzung der Impfpflicht wird nicht leicht.